perfektes Spiel von unserer Seite. Eigentlich alles so, wie wir es uns vorgestellt haben, ist alles aufgegangen, sowohl defensiv wie auch offensiv. Eine wirkliche bärenstarke Leistung der Mannschaft und kann man nur gratulieren. Das Spiel haben wir so angefangen, wie wir es vorgenommen haben. Also wir haben vor dem Spiel gesagt, wir stehen Spalier für sie, dass wir einen Respekt zollen, was sie geleistet haben. Aber was dann am Feld ist, da zeigen wir keinen Respekt und gehen aufs Ganze. Und ich glaube, das haben wir heute zu 100%ig so umgesetzt, wie wir sie das am Anfang des Spiels vorgenommen haben. Von dem her Kompliment an meine Mannschaft. Das war ein ganz großes Ding heute für uns. Ja, ich denke, dass wir einfach uns nach der ganzen Trainingswoche, wo wir uns eben viele taktische Überlegungen noch gemacht haben, uns einfach heute belohnt haben, war ein extrem wichtiger Sieg, vor allem auch vor ausverkauftem Haus, wo wir den Zuschauern wieder mal Mut machen haben können, dass wir gegen Salzburg auch noch gewinnen können. Und ja, es war eigentlich ein Schlüsselspiel. Es war unheimlich wichtig, diese 3 Punkte einzufahren, weil es geht einfach um den 2. Platz. Die Verfolger schlafen auch nicht und es war heute einfach unheimlich wichtig. Ja, gegen die 2 gefährlichen Stürmer von Salzburg plus die 2 Außenspannspieler, die sind sehr gefährlich und da musst du dann einfach eine gewisse Absicherung haben, meiner Meinung nach. Das zeigt ja, die haben, glaube ich, zusammen 70 Tore geschossen und dann glaube ich, ist es legitim, dass man sich dann dagegen was einfallen lässt und das haben wir versucht und haben wir perfekt umgesetzt. Ja, in der Offensive waren es 3 hinten, in der Defensive waren es 5 und weil wir ganz einfach gesagt haben, wir versuchen, dass wir die Mitte so eng wie möglich halten, weil Salzburg oft durch die Mitte spielt. Von dem her ist unsere Taktik genau aufgegangen. Salzburg hat oder ist zu wenig Torchancen gekommen und ich glaube, das war auch der Fünferkette geschuldet und ja, ich muss einfach ein Kompliment an meine Mannschaft aussprechen, weil sie einfach heute 100%ig gefightet haben, genau das umgesetzt haben, was wir sich vorgenommen haben und wirklich als verdienter Sieger hier auch vom Platz geht. Da war von Anfang an, hat wie gesagt, alles passt. Wir waren sehr aggressiv, wir waren defensiv gut organisiert und haben aber unheimlich gut nach vorne gespielt. Ja, unheimlich schnell sind das Pressing von Salzburg auch sehr gut umgangen und waren immer torgefährlich auch und der Sieg geht in der Höhe absolut in Ordnung. Ja, es ist nach wie vor nichts entschieden, es waren ganz, ganz wichtige 3 Punkte. Es warten noch immer 7 schwere Spiele auf uns. Wir dürfen überhaupt nicht nachlassen. Aber solche Siege, die tun natürlich sehr, sehr gut und sind für das Vertrauen natürlich ganz, ganz wichtig. Ja, ich glaube, dass einfach diese 2 Tore in der ersten Halbzeit einfach unheimlich wichtig waren. Dann das 3. war natürlich dann die Draufgabe. Aber wir haben gesagt, auch wenn wir 1 Tor machen, wenn wir dann das 2. schießen, dann wollen wir ganz normal weiterspielen, wollen wir uns dann nicht in die eigene Hälfte zurückdrängen lassen. Das ist uns auch gelungen. Wir schauen da jetzt wirklich nicht, auch wenn es Floskeln sind, nicht auf die anderen und wir versuchen einfach unser Spiel durchzubringen und ich bin der felsenfesten Überzeugung, wenn wir so auftreten wie heute, dann kann es am Ende nur Austria Wien sein, die dann auch im Europacup dabei ist. Natürlich denke ich, dass auch sehr wichtige Spieler bei Salzburg gefehlt haben, dass der Druck vielleicht und die Spannung einfach nicht mehr da waren, aber trotzdem darf man unsere Leistung da nicht kleinreden, weil unser Auftreten war einfach hervorragend über 90 Minuten und sowohl offensiv als auch defensiv haben wirklich alle ihre Aufgaben so erfüllt, wie es sich der Trainer erwartet hat. Und deswegen ist eigentlich egal, ob jetzt Salzburg da irgendwie ein bisschen lädiert wurde oder nicht. Es war eine Mannschaftsentscheidung und nicht meine Initiative. Aber tolle Gäste. Es freut mich, dass Sie das so sehen, weil ich habe heute, glaube ich, 5000 Nachrichten gekriegt, in der Richtung, was sie wir eigentlich einbilden, dass wir so etwas machen. Finde ich traurig. Wirklich traurig. Wirklich traurig. Sollte eigentlich umgekehrt sein, wenn wir es nicht machen, dass wir eigentlich dafür Rechenschaft ablegen müssen. Aber schauen wir, ob das in den nächsten Jahren Usus wird in Österreich. Ich würde mich freuen drüber.